Guten Tag, werte Freunde dieses Let's Plays. Wir befinden uns in Folge 57 zu Might & Magic 10 und stehen vor, wie heißt denn das hier, der Festung. In der letzten Folge waren wir ja schon kurz drin und haben hier mit dieser Sile hier gesprochen. Die hat irgendwas erzählt von einem Auftrag, glaube ich, oder irgendeiner Krankheit oder sowas. Ach, ich weiß gar nicht, was sie eigentlich wollte. Auf jeden Fall macht die hier Wassermagie. Meerelfen. Meerelfen gehörten früher zum untergangenen Reich der Shantiri. Von Kaufleuten und Fischern haben wir uns zu Reisenden der Meere entwickelt. Unsere Mannschaften, Clans, wenn ihr so wollt, fahren auf großen Hausschiffen mit den Strömungen und beten zu den Drachen der Erde und des Wassers. Ich habe in meinem Stamm gelebt, bis ein Sturm das Hausschiff meines Clans bei der Überquerung des Jademeers zerstört hat. Piraten der Naga haben mich gefunden und gerettet. Ich war der einzige Überlebende. Diese Piraten sind seitdem meine neue Mannschaft, meine neue Familie. Schön. Das ist der Oberhäuptling hier. Wer seid ihr? Joey, right? Wer ist das überhaupt? Was ist das auch für ein alberner Name? Craig Hack. Der Craig Hack. Wir hielten euch für tot. Ja, anscheinend vergessen die Leute, dass ich noch lebe oder dass ich überhaupt je gelebt habe. Ich lebe in meiner eigenen Legende. Soll ich mal hier das Oberste machen? Der grinst. Tja, mein Geburtsname ist das nicht. Das seht ihr schon richtig. Crack Hack ist ein Titel, den ein Orkstamm auf dem Pau-Insel jemanden verleiht, den sie für die Reinkarnation eines legendären Kriegers halten. Sie haben mir verliehen, das sollte euch zu denken geben. Ach, und noch etwas. Ich bin außerdem der Piratenkönig im grausamen Meer und könnte euch vermutlich töten, ohne mit der Wimper zu zucken. Ihr habt Glück, dass ich die Leute mag, die sagen, was sie denken. Siehst du mal, Auftrag Waffenstillstand mit dem Piraten. Ein Brief von John, mit Wachs und Siegeln und allem. Also eine ganz offizielle Angelegenheit. Ihr habt Glück, dass Seal die Geduld aufgebracht hat, mir das Lesen beizubringen. Was murmelt denn der Typ da? Er fing an zu murmeln. John Morgan, Barongemahl von Wertheim und imperialer Statthalter der Argenhalbinsel. Sein Gesicht verzieht sich zu einem Grinsen. Man hat es wohl zu was gebracht in der Welt, hm? An Crackhack, Piratenkönig des grausamen Meeres, blablabla. Achso, das hat er gerade gemurmelt hier. Warten, während Crackhack den Brief liest. John will also einen Waffenstillstand. Na schön. Ich bitte meinen Kollegen mit den Plünderungen seiner Küsten aufzuhören. Vielleicht erlaubt er mir dann, meine Enkeltochter zu besuchen. Greg und John. Ja, ich bin Johns alter Herr. Überrascht? Das gilt auch für mich. Ich habe es erst vor ein paar Jahren rausgefunden. Offenbar ist ein Mädchen, das ich in meiner Jugend geliebt habe, schwanger geworden. Das kennt man ja. John und ich sind zuerst nicht gut miteinander ausgekommen. Mit der Zeit ist es besser geworden, aber wir leben immer noch in zwei völlig verschiedenen Welten und John sieht es vor, nicht darum zu posaunen, dass er der Sohn eines berüchtigten Piraten ist. Das kann ich verstehen. Ich wünschte nur, ich könnte meine Enkeltochter öfter sehen. Das ist alles. Der Niedermand. Was war das? Der Niedermand. Dieser schädelgesichtige Schweinhund. Er ist zu mir gekommen und hat mir Informationen über die Reiseroute einer Schatzgelehrte des Imperiums angeboten. Gold und Edelsteine könnte ich behalten, sollte ihm aber einen ganz bestimmten Gegenstand aushändigen, einen alten Shantiri-Thron, den die Imperialen in der Nähe von Hammerfall ausgegraben hätten. Schädelgesicht nannte ihn den Thron der Erneuerung. Ich habe meinen Teil erfüllt, ich bin Pirat, auch schon vergessen, und als er und seine Diener kamen, um den Thron abzuholen, habe ich im Scherz gesagt, ganz egal wie toll auch sein Thron auch wäre, er würde trotzdem einen Arsch brauchen, um darauf zu sitzen, weil er ein Skelett ist, richtig? Es kann nicht leicht sein, sich zu setzen, wenn nur aus Knochen besteht. Zugeben, nicht mein bester Witz, das weiß ich selbst. Jedenfalls hat mir dieser verdammte Zauberer so einen Blick zugeworfen, als wäre ich der Abschaum vom Abschaum, und ist ohne ein Wort gegangen. Nicht lange danach haben die Schmerzen angefangen. Ich hätte wissen müssen, dass er mich irgendwie hintergeht, wenn ich mich doch nur an seinen Namen erinnern könnte. Okay, der ist irgendwie verfluchter Typ. Habe ich jetzt eigentlich eine Quest bekommen? Das habe ich vergessen. Aber ich habe auf jeden Fall Erfahrungspunkte bekommen. Und hier, da hat sich einiges gesteigert. Sternsilberklinge, Dämonenkuss und die Fäustlinge. Sternsilberklinge, was macht die? 7 Schaden. Wasser, Erde, Luft und bla.
Das wird ja noch zu einer richtig guten Partie, das Teil. Also im Vergleich zu so einem Standardschwert. Also der Grundschaden ist schon fast der gleiche. Der macht 21 Schaden. Also ich würde sagen, auf der... Also vom Grundschaden her macht die neue Waffe hier schon ein bisschen mehr Schaden, aber nicht mehr viel. Noch nicht viel, aber mehr auf jeden Fall. Nur, die kann ja noch eine Stufe aufsteigen. Also mit der Zeit ist sie wirklich besser. Das kann man so sagen. So, was ist denn noch? Irgendwie... Ach, Crack Hex Helm. Schau mal her, das ist doch dem sein Helm. Wahnsinn. Der Hacker, was ist noch aufgestiegen? Dämonenkuss. Was ist ein Dämonenkuss? Was ist Dämonenkuss? Ah, 11 Schaden. Licht. Gut. Und was noch? Fäustlinge des schwarzen Weißzahns. Oh, Nahkampfangriff, okay. Das bringt mir nicht so viel. 10 Macht. Fühlt einem Angreifer. Das zum Beispiel könnte ich aber auch der Tante hier geben. Ne? Weil dann kann die mehr ausweichen. Ist so ein magischer Schlafgeschütz, was ja schon mal nicht schlecht ist für einen Magier. Und ja, gut, wenn jemand ihn angreift, ist ja nicht weiter schlimm. Der Schaden. Das ist doch nicht übel. Was ist denn eigentlich hier mit dieser Rüstung? Mana Maximum. So. Ich wollte mal schauen wegen Quest. Das ist das mit dem Dings. Lauft 100 Schuss über Wasser. Der Fluch. Ah ja, genau, das ist... Naja. Aber dann habe ich es jetzt hier oben auch, ne? Da ist noch ein bisschen was. Aber insgesamt ist die Klippe unspektakulär bis uninteressant. Habe ich mir mehr erwartet. Wo bin ich jetzt? Wo muss ich hin? So, da können wir noch lang. Motzfatz. So, ich möchte gern raus aus dem Ganzen. Da.
So einfach ist es auch nicht. Ja. Was haben wir jetzt hier? Das ist alles noch unerkundet. It's the perfect day to begin a journey. Also in diese gefährliche Höhle traue ich mich jetzt im Moment noch nicht rein. Ich sage auch warum. Ich glaube nämlich. Oh, hätte ich vielleicht mal speichern sollen? I feel stronger. There are enemies ahead. I feel stronger. My skill is improving. Ich sag mal so, zum Glück sind es nur Goblins. Ich muss auf jeden Fall jemanden finden, der mich hier in Meister zwei Waffen ausbildet. Boah, was die draufhaut, das ist auch der Wahnsinn. Autsch. Sag mal. Oh, noch einer von der Sorte. Der heilt sich mal schön hoch. Stufe 22. Der muss auch eins höher kommen. Okay, mal zwischenspeichern. Das soll ja nicht schaden.
da nochmal? Großmeister, beidhändige Waffen. Mit Großmeister kann ich natürlich nicht mithalten, das ist klar. Was ist denn das für einer hier? Aber ich komme da ja wieder mal nicht hin. Da bin ich mal gespannt, was sich alles für mich auftut. Da muss ich ja jede Region nochmal erkunden. Nur weil ich dann diesen blöden Segen bekomme. Da soll man sich an alles daran erinnern, ne? Wahnsinn. Was sie von einem hier verlangen. Oft sieht man mich ganz rund nicht. Bin ich dann da, wird es Licht. Neu nennt man mich, bin ich es nicht. Oft sieht man mich ganz rund nicht. Bin ich dann da, wird es Licht. Neu nennt man mich, bin ich es nicht. Obwohl ich viel älter bin als du, kleiner Wicht. Entweder Sonne oder Mond. Mond. Aber das Rätsel war jetzt blöd. Das war jetzt. Ich sag mal, es war jetzt ein bisschen Glück dabei. Denn ich habe den Text nicht ganz verstanden und ich habe mir gedacht, wenn etwas aufgeht und Licht macht, kann es nur Sonne oder Mond sein. Und man sieht wieder, mein absolut scharfer Verstand, ja, hat es wieder mal. Ach. Ja, das mit diesen Tagen da. Müsste mal wissen, was das bringt, ob das wirklich was bringt, dass man da so einen bestimmten Tag abwartet. Hey, wer bist du denn? Jadefeil. Ich war der erste Mensch, der den begehrten Jadefeil gewinnen konnte, deswegen sitzt er auch hier in der Ecke. Ein Preis, den die ewige Kaiserin dem Sieger bei einem offenen Schießwettbewerb erreicht, der alle 4 Jahre auf der Insel Shima abgehalten wird. Seitdem haben mich Schützen von überall her gebeten, darunter auch einige Elfen, sich meine Schusstechnik zu lernen, die sie Lied des Bogens getauft haben. Ich singe dieses Lied für alle, die es lernen wollen, aber viele sind enttäuscht, wenn ihnen aufgeht, dass sie nur Übungen und Bemühen zum Meistern des Bogenschießens macht. Ja gut, das... Ihr seid gekommen, um diese... Ich habe noch nie einen Schüler abgelehnt, aber ich kann mich jetzt nicht ausbilden. Denn wisst ihr, mein Bogen wurde mir gestohlen. Ich bin aus dem Lotusreich gekommen, um Lemania aufzuspüren, die selbsternannte Königin der Meerjungfrauen. Lemania hat sich der ewigen Kaiserin widersetzt und mehrere Schätze aus ihrem Unterwasserpalast gestohlen. Da hat die Kaiserin einen Preis auf ihren Kopf ausgesetzt. Die Auffindung des Verstecks der Meerjungfrau und die Wiederbeschaffung der gestohlenen Schätze war leicht, aber Lemania war bereits entkommen. Schließlich habe ich herausgefunden, dass sie sich hier auf der Argenhalbinsel versteckt hält. Aber irgendwie hat Lemania Wind von meiner Ankunft bekommen. Vor ein paar Nächten haben ihre Meerjungfrau mein Schiff angegriffen. Ich konnte sie abwehren, aber ihnen ist gelungen, mit mir meinen Bogen zu entwenden. Vielleicht haben euch Schalassas Strömung ja aus einem bestimmten Grund hergeführt. Die Meerjungfrauen verstecken sich in einer halbversunkenen Höhle namens Schädelfelsen. Das sagt mir doch was. Findet sie, tötet Lemania und bringt mir meinen Bogen zurück. Dann lehre ich euch alles, was ich weiß. Schädelfelsen, da war ich doch schon drin, oder? Dann lehrst du mich alles, was du weißt, aber du weißt ja gar nichts. Oder anders ausgedrückt. Ich brauche ja doch gar keinen Großmeister. Denn ich bezweifle, dass ich überhaupt ein Meister bin. Diese Goblins halten sich ja wirklich überall versteckt, ne? Hier herrscht ein rauer Wind, hört ihr das? So ohne Mütze und sowas hier, und ohne Schal, schwierig. Wird man sofort krank. What a perfect day to begin a journey. Yeah, what a perfect day. So, das ist erkundet, da kann ich nicht weiter. Was ist denn da oben? Ich weiß es nicht.
Wait. Do you hear that? No, it's nothing. Volos. Festung der Krähen. Volos? Ich dachte, die Festung der Krähen ist Volos. Habe ich da was verpasst? Better things to do. Tja, was heißt hier wohin? Keine Ahnung wohin. Dort kann man wohl teleportieren oder was? Das mal wüsste, dann wäre auch vieles einfacher. Sind die schon wieder hier halt am Schlafen? Hier noch mal. Yes, I feel strong. Ich würde jetzt gern auch mal da an den Strand hin und wo war denn das noch mal? Ich will. Aber was ich mal machen könnte, ich könnte doch mal hier einfach eine Schriftrolle benutzen. Zum Beispiel diese. Wie war denn das jetzt? Die da. So. Gehen wir doch mal in den Schattenwald. Tun wir uns doch mal den Gefallen. Running on Mother Earth, under Father Sky. Das kommt mir schon irgendwie. We are all aware that these parts are full of brigands, right? Was ist hier? Großmeister Ausdauer. Ich glaube, das war hier. Ich glaube wirklich, das war hier.
So. Yes, I feel strong. Yes. Und? Nummer 1 ist erledigt. Die halten schon was aus, das muss man denen echt lassen. Das muss man denen echt lassen. Aber was man mir lassen muss, ist natürlich, dass ich besser bin. Und das war jetzt wirklich mal locker flockig, ganz anders als noch das erste Mal, als wir uns hier getroffen haben. Denn da habe ich ja ganz schön die Nase voll bekommen. So. Und hier komme ich nicht weiter, obwohl es hier einen Eingang gibt. Aber da ist für mich Schluss. Nur hier. Ah, da, guck mal. Guck mal da. Yes. Ancestors made this strong. Und da geht es auch noch mal weiter. I don't feel so good. I feel stronger. Mit dir? Vergiftet. Rasten hätte was bringen können. Die sind ganz schön hart hier. Das kann man gar nicht anders sagen. Die sind ganz schön hart. Wieder vergiftet. Ist
Blöd, wenn meine beste Kämpferin für die Giftheilung sorgen muss. Ach, das ist noch einer. Diese schwarzen Reißzahnleute. Da war doch schon mal so ein Kampf mit den Reißzähnen, der mir auch zu schwer war. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Da könnte ich jetzt auch wieder hingehen. Es war auch in diesem Wald gewesen. Okay, geschafft ist geschafft. Wait, did you hear that? Nah, it's nothing. Schon verschlungen hier. I'm no expert, but this looks valuable. Yes, I feel strong. What a perfect day to begin a journey. Yes, I am strong. Looks like they smelled us. Who forgot to take a bath? Das ist ja ein Endgegner hier. I feel stronger. Oh oh. Der hat auf jeden Fall ein paar Lebenspunkte. Und einen dicken Bums. Denn der hier? Ein Einhornbogen. Und den Helm haben wir gesteigert. 6% Wahrscheinlichkeit. Wirkt bis Ende der Runde. Plus 16 der Kampfangriffswert. Ah ja. Lest die Inschrift. We're here to help. Aha. Das müsste ich mir mal irgendwo aufschreiben. Nur wo? Dubra. Volos. Aber hier gibt es ja erstmal nichts mehr für mich, ne? Könnte auch mal meine Schriftrolle verwenden. Nee, warum eigentlich?
Na gut, meine lieben Freunde, ihr wisst Bescheid, wenn ich so anfange, dann ist meist die Kacke am Dampfen oder anders ausgedrückt, unsere Zeit ist um. Ne? Ist denn wieder schon so spät? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist denn wieder schon so spät? Und so weiter und so fort. Ich kenne den Passus. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie es jetzt weitergeht, ob ich nach Kassal gehe oder da oder dort oder vielleicht mal ein bisschen was erkunde noch, wo ich vorher nicht hinkam. Es ist alles so diffus noch im Moment. Aber irgendwas werden wir finden und sobald wir es gefunden haben, werde ich es euch mitteilen. Nein, Quatsch. Wir machen den Teil jetzt zu Ende und ich denke, dann gehen wir noch zusammen ein bisschen in die Wildnis und machen da auch die Gegend etwas unsicher und dann vielleicht mal nach Kassal die Quest beenden. Ja, man findet ja hier in dem Spiel immer was. Das ist ja das Tolle an so einem offenen, klassischen Rollenspiel. Da ist immer was zu tun, da ist man immer am Start quasi, ne? Ja, okay, also bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen und tschüss.